Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Corona-Infizierte müssen nun doch weiter in Isolation. Die zum 1. Mai geplante freiwillige Quarantäne soll es nicht geben. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Lauterbach im ZDF an. Einzelheiten will er im Laufe des Tages bekannt geben. Auf Twitter schrieb Lauterbach, er habe einen Fehler gemacht. Die geplante Änderung entlaste zwar die Gesundheitsämter, aber das Signal sei falsch und schädlich. Bleiben solle eine verkürzte Isolation von 5 Tagen. Und hier die aktuellen Zahlen zur Corona-Lage. Dem Robert-Koch-Institut wurden 214.985 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Das sind 53.492 weniger als noch vor einer Woche. 340 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz sinkt damit weiter auf nun 1.322,2. Während die russischen Truppen aus der Region rund um die Hauptstadt Kiew sich weiter zurückziehen, wird immer mehr das Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Aus dem Vorort Hostomel gibt es Meldungen, wonach 400 Menschen vermisst werden. Laut der lokalen Militärverwaltung werden dort Keller nach den Vermissten durchsucht. Unterdessen verlagern die russischen Truppen ihre Aktivität offenbar in den Osten der Ukraine. Präsident Selenskyj forderte Konsequenzen für begangene Kriegsverbrechen. Es war ein Auftritt, der offenbar Eindruck hinterlassen hat. Ukraines Präsident Selenskyj spricht vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und spielt ein Video mit grausamen Bildern ein. Selenskyjs Botschaft, Bucha ist kein Einzelfall. Er fordert einen sofortigen Prozess gegen Russland wegen Kriegsverbrechen. Später in seiner nächtlichen Ansprache an die Ukrainer kritisiert er die Vereinten Nationen, vor denen er kurz zuvor noch gesprochen hatte. Es gibt den UN-Sicherheitsrat und es gibt keine Sicherheit in der Welt. Für niemanden. Das bedeutet definitiv, dass die Vereinten Nationen derzeit nicht in der Lage sind, die Aufgaben zu erfüllen, für die sie geschaffen wurden. Es sind die Bilder aus Bucha, aber auch aus anderen Orten in der Ukraine, die eine neue Diskussion über die Rolle Russlands bei den Vereinten Nationen ausgelöst haben. So solle Russland unter Umständen aus dem UN-Menschenrechtsrat austreten müssen. Russland spricht weiter von Lügen und wirft der Ukraine sogar vor, mit inszenierten Bildern die Verhandlungen zu sabotieren. Wir haben allen Grund zu der Annahme, dass das Video aus Bucha gemacht wurde, um die Aufmerksamkeit von den Gesprächen abzulenken. Und davon, dass die ukrainische Seite nach dem Treffen in Istanbul wieder angefangen hat, neue Forderungen zu stellen. Währenddessen gehen die Kämpfe weiter. In der Region Lviv im Westen der Ukraine haben sich am Dienstagabend mehrere Explosionen ereignet, schreibt der Gouverneur der Region beim Messenger-Dienst Telegram. Aus der ostukrainischen Großstadt Kramatorsk fliehen tausende Menschen, nachdem es dort erneut Beschüsse gegeben haben soll. Die Bundesanwaltschaft geht seit den Morgenstunden gegen mehrere mutmaßlich rechtsextreme Vereinigungen vor. Es gibt insgesamt 50 Beschuldigte. 4 Personen aus dem Umfeld einer Eisenacher Kampfsporttruppe seien festgenommen worden, so die Bundesanwaltschaft. Die Polizei durchsucht insgesamt 61 Objekte in 11 Bundesländern. Die groß angelegte Razzia richtet sich auch gegen die Gruppe Combat 18. Sie ist seit rund 2 Jahren wegen rechtsextremer, neonazistischer und fremdenfeindlicher Haltung in Deutschland verboten, soll aber illegal weiter betrieben worden sein. Ein Tornado im Südosten der USA hat für flächendeckende Schäden gesorgt. 2 Menschen kamen in ihren Häusern durch herabstürzende Teile ums Leben. Viele Gebäude wurden zerstört. Zwischen Texas und South Carolina waren in der Nacht mehr als 50.000 Haushalte und Unternehmen ohne Strom. Nach Behördenangaben zieht der Sturm weiter Richtung Süden. Weitere Tornadowarnungen wurden ausgerufen. Und nun die Wetteraussichten für heute. Im Norden bedeckt und regnerisch, sonst mal aufgelockert, mal stark bewölkt und zunächst meist trocken. Zum Abend auch von Westen her Regen. Windig bei 9 bis 17 Grad. Und die Tagesschau meldet sich wieder um 12 Uhr. Und hier geht's jetzt weiter mit Live nach 9 mit Peter Großmann und Marco Lombardo. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.